Hallo und herzlich willkommen auch jetzt an der Stelle nochmal an alle, die das später auf YouTube schauen. Es freut mich sehr, dass ihr da seid. Wir gehen jetzt direkt mal rein. So, spielen, Spielladen, fortfahren. Sagt mal Bescheid, wie es tontechnisch ist. Tontechnisch, laut, leise, gerade mit der Musik, ging das klar? Ging das klar? Ich lasse ein Abo da. Danke. Wie spricht mein Name aus? Kasaxi. Ich sage einfach Saxi, ja? Saxi, dankeschön für dein Abo. Tag 227. Guck mal, so lange sind wir schon auf der Insel. So lange sind wir schon hier. Ah, dein Floß ist sehr, sehr weit abgetrieben. Es geht für immer verloren, wenn du es nicht während dieser Sitzung zurückholst. Na, ich würde sagen, so weit ist es gar nicht weg, oder, Freunde? So weit ist es doch gar nicht weg. Wir sind, glaube ich, auf der Laguneninsel von Annie, ne? Hallöchen, Annie ist auch da. Da kommst du ja perfekt. Wir sind gerade auf deiner Insel noch. Ach ja, da können wir auch gleich einfach nochmal rüberlaufen, ne? Wie spät ist es denn überhaupt? Boah, die Uhr ist ja gigantisch groß im Vergleich zu Green Hell. Ja, so, weil die Anmoderation eben noch fehlte. An der Stelle nochmal, hallo und herzlich willkommen. YouTube, schön, dass ihr da seid. Wir werden hier gerade, werden jetzt im Livestream ein bisschen Stranded Deep zocken und das gibt es natürlich dann auch für euch auf YouTube zu sehen. Also genießt die kommenden Folgen. Freut mich sehr, dass auf meinem Kanal wieder ein bisschen Stranded Deep zu sehen ist. Ich wünsche euch allen noch ein frohes neues Jahr und ja, viel Spaß mit den Folgen. Spielsound ist lauter als du. Okay, dann werde ich es noch ein bisschen runter regulieren. Ton ist gut. Momento. Machen wir mal so. Gerne wieder Feedback geben. Laufen wir mal ein bisschen rum. Lalalala. Dann hacken wir mal irgendwo drauf rum. Achso, wir haben ja eine Machete dabei. Hacke ich mal hier gegen so einen Baum. So müsste gehen, oder? So müsste eigentlich gehen. Frohes Neues. Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Moin, Musik zu laut. Ist es jetzt besser? Pittisch, moin. Schön, dass du da bist. Ist jetzt ein bisschen besser von Sound her. Das ist, ich habe noch kein Mischpult. Ich bin daran dabei, gerade mir eins auszusuchen. Aber noch habe ich keins. Ja, was sagt die Uhr? 22 Uhr. Eigentlich können wir mal schlafen, ne? Wir schlafen mal, dass es dann schön am Tag ist. Dass wir ein bisschen was sehen auf der Insel, ne? Ah, darf meinen Kaffee nicht vergessen. Super, dankeschön, dankeschön, dankeschön für euer Feedback. Es ist 5 Uhr. Ja, wie geht's euch allen? Seid ihr alle gut ins neue Jahr gekommen? Seid ihr alle wieder fit? Ich hoffe doch. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt euch nicht allzu viel vorgenommen an Vorsätzen, dass es nicht allzu schwer wird, die auch zu bewerkstelligen. Und. Freut mich auf jeden Fall, dass wir uns in diesem Jahr zum allerersten Mal am YouTube-Stream hier wiedersehen. Musik ist okay. Hallo Nicole, schön, dass du da bist. Willkommen. Was machen wir denn eigentlich? Wir hatten jetzt in der letzten Folge ja hier diese Insel begutachtet. Ich würde auch sehr gerne nochmal über die Insel kurz laufen, einfach weil wir gerade da sind und vielleicht einige auch noch nicht gesehen haben. Dann sollten wir vielleicht mal was trinken. Hatten wir nicht in der letzten... Warte mal, jetzt bin ich gerade verwirrt. Hatten wir nicht in der letzten Folge irgendwo hier so ein kleines Shelter gebaut? Und ich habe es mir extra nochmal angeguckt. Mit Wasserversorgung? Wo haben wir das denn gebaut? Wisst ihr das noch? Irgendwo? Irgendwo? Das war nicht da, wo das Floß lag. Ein bisschen weiter weg. Da müssen wir nochmal schauen. Ja, irgendwo hatten wir hier eine Wasserdistille. Ich glaube, das haben wir dort gebaut, wo... Ach, guck mal da. Ja, da. Guck mal, da war das. Jetzt kommt's wieder. Schau doch mal bitte an die Palmen. Habt da eine Vermutung? Kokosnüsse! Was für eine Vermutung hast du denn? Ach, sind das die Kokosnüsse, die du manuell da dran gesetzt hast? Das wurde jetzt ja geändert in einem der letzten Updates, ne? In einem der letzten Updates wurde irgendwie geändert, dass die Kokosnüsse jetzt automatisch spawnen. In der Felsennische am Felsübergang. Guck mal, jetzt wird's Tag. Jetzt sehen wir mal was. So, wo wollten wir hinlaufen? Da wollten wir hinlaufen. Ach ja. Oh, ich muss euch sagen, es ist richtig schön, mal wieder Stranded Deep zu spielen. Es ist richtig, richtig schön. Es macht richtig Spaß, mal wieder hier auf einer Insel zu sein. Und ich freue mich auch schon mega doll darauf, wieder bei unserer Hauptinsel vorbeizuschauen. Da war ich ein halbes Jahr nicht mehr. Richtig cool. Wir sammeln erstmal ein paar Setzlinge, dass wir einfach ein bisschen die Wasserversorgung wieder aufstocken können. Es wird ja gerade noch Tag. So viel Zeit muss sein. Und ihr stellt eure Fragen, wenn ihr denn Fragen habt. Gerne, gerne, gerne. Auf der Xbox gibt es ein paar Unterschiede. Also ich spiele hier auf der PC-Version, genauer gesagt die Steam-Version. Bei der Xbox ist das alles noch ein bisschen anders. Aber so die wesentlichen Sachen sind gleich.
So viel Gras ist hier gar nicht, ne? Hört man die Musik im Hintergrund? Ja, ne? Die müsste auch an sein. Nicht laut, aber ein bisschen Musik müsste zu hören sein. Ich suchte das total. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Bei welchem Tag bist du mittlerweile? Oh, guck mal da hinten, das ist Dennis-Insel, ne? Dennis, bist du noch da? Deine Insel! Das ist übrigens was wir dann auch mal machen können. Das haben wir auch vorgenommen für die nächste Zeit. Nochmal ein Baustream, wo wir uns halt die einzelnen Inseln vorknöpfen. Fangen wir vielleicht mit der sogar an, weil da so viel Loot ist da hinten. Und einfach mal ein Bauprojekt verwirklichen hier bei Stranded Deep. Das fände ich auch sehr, sehr cool. So, es reicht ja auch eigentlich schon an Gräsern. So viel ist hier gar nicht. Das Spiel ist klasse, ja. Finde ich auch. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass es jetzt nicht mehr inhaltlich weiterentwickelt wird. Das hätte dem Spiel doch noch irgendwie ganz gut getan. Ein bisschen was hätte man noch machen können. Also so ein paar mehr Bauoptionen und so. Aber gut, so bleibt es halt, wie es ist und wird einfach nur noch performance-technisch ein bisschen verbessert. Ein paar Bugs soll noch entfernt werden. Die Konsolenversion vor allem soll noch auf die Version angepasst werden, wie es auch beim PC ist. Also deutlich besser dann laufen. So, Wasser, Essen. Ich glaube, wir haben im Floß auch noch ein bisschen was, ne? Ja, die haben alle Kokosnüsse. Ne, nur ein paar Palmen hatten bei mir Kokosnüsse. Da mir das Dranbasteln zu mühsam war, habe ich ein paar auf den Boden verteilt. Okay. Ja, mittlerweile, das müsste... Na, weiß nicht, ob man sie danach hätte einführen müssen, ne? Aber das sieht mir schon sehr nach einer Original-Kokosnuss aus, ne? Wie macht man das denn mit dem Dranbasteln? Weil sie darf ja nicht runterfallen, ne? Stell ich mir irgendwie schwierig vor. Hm. Naja, wir gucken mal, wie unsere Versorgung aussieht auf dem Schiff. Das sind wahrscheinlich die, die du hier auf dem Boden platziert hast. Wir können ja mal eine essen. Coconut Shot! Trinken wir mal eine. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich... Die Steuerung muss ich erstmal wieder mir einverleiben. Bin ich nicht mal hundertprozentig drin im Game, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ich weiß auch nicht mehr, wie viele man essen darf. Ich glaube... Eine kann man auf jeden Fall problemlos wegsnacken. Na, sieht doch gut aus. Dann geht's jetzt erstmal zurück zum Floß. Und ich meine, wir müssen jetzt in die Richtung, wo das Floß auch steht, ne? So in die Richtung. Da müsste doch... Ne, das ist Dennis-Insel. In welche Richtung? Zu der da? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wo wir sind. Ich habe auch vergessen, mir die Karte aufzurufen. Das sollte ich vielleicht nochmal tun. Wir fahren erstmal los. Oder fliegen wir? Was haben wir denn hier drin? Grundausstattung. Ja, im Editor an die Palme setzen, schon klar, nee, aber so, dass sie nicht runterfällt. Man muss sie ja dann irgendwie so verkeilen, so dass sie darf nicht zu nah dran sein, dann fliegt sie ja weg. Das Problem hatten wir ja auch bei unserer Insel. Und so drunter packen. Oder gibt es im Editor quasi dann so eine Einrastfunktion? Speichern erstmal. Natürlich, der gute alte Doppelsafe muss natürlich auch heute wieder sein. Nehmen wir das Bett mit. Spiel wurde gespeichert. Ich würde gerne hier nochmal gucken, was wir hier noch alles dabei haben. Wir haben wieder eine Übersicht. Hier ist alles leer. Ich wundere mich wirklich, warum wir immer am Anfang des Spiels diese Benachrichtigung bekommen, dass unser Floß weit abgetrieben sei. Ist ja völliger Blödsinn. Vielleicht gibt es ja Annie 1 doch noch. Aber es kann eigentlich auch nicht sein. Müsste, wenn es sie noch gegeben hätte, müsste sie mittlerweile ja längst gelöscht worden sein. So traurig das alles ist. Ja, ich glaube, es ist alles soweit leer. Also werden wir diese zwei Kisten da nochmal mitnehmen. Wir haben auch keinen freien Platz mehr. Dann packen wir die nochmal ins Inventar. So, reicht ja. Was haben wir hier noch? Die sind aber, glaube ich, auch leer, ne? Ne, drei Portionen noch. Beide sind voll. Gekochtes Fleisch. Es ist spoilt. Da fliegen schon Sachen rum. Ja, verdorben. Okay, dann nehmen wir das gleich mal und schmeißen es mal weg. Hui. Na, geht schon so irgendwie. Fernglas haben wir, glaube ich. Na, können wir irgendwo reinlegen. So, gut, dann müssen wir auf jeden Fall irgendwie uns mal um Essen kümmern, ne? Hier können wir Essen und Trinken reinpacken. Na, wir haben ja nur das. Na gut, komm, wir legen erstmal ab. Wir legen erstmal ab. Ich hoffe, dass das so geht. Unser Rückwärtssegel. Wir hängen fest, ne? Na, vielleicht kommen wir irgendwie so rausmanövriert.
Ja, aber jetzt haken wir jetzt hier fest. Geht's, geht's, geht's? Ah, nein, wir drehen uns. Das ist ja nicht schlimm, da können wir jetzt vorwärts weiterfahren. Dann machen wir jetzt den hier. Wobei ja rückwärtsfahren eigentlich immer angenehmer ist, ne? Wenn er besser lenken kann. Ich hoffe, wir kommen jetzt rum. Ah. Wow, das geht ja richtig gut los. Fahren wir nochmal rückwärts. Dann fahren wir jetzt einfach rückwärts raus. So. Dann müssen wir halt einen Bogen machen. Ich weiß nicht, wo unsere Hauptinsel ist. Es könnte sein, dass sie hinter der ist. Wahrscheinlich, ne? Ja, dann fahren wir da hin. Ich habe das Spiel so vermisst. Du bist eigentlich der beste YouTuber bei Stern und Diebung, Grünhell. Dankeschön, Julian. Vielen, vielen Dank. Dankeschön für das Feedback. Ich habe das Spiel auch vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das Spiel auch vermisst. Und es war auch eine sehr spontane Entscheidung heute Mittag. Ich war heute das erste Mal wieder ein bisschen draußen, eine Mini-Runde gelaufen, einfach um mal wieder ein bisschen Bewegung zu haben, weil ich irgendwie echt jetzt ganze Woche flach lag. Aber man hört es vielleicht noch ein bisschen an der Stimme. Ich habe dann so gedacht, Mensch, irgendwie mal wieder Stranded Deep, das wäre doch irgendwie echt entspannt. Wäre doch was Schönes für einen Sonntag. Um auch diesen Winterblues mal loszuwerden, mal wieder ein bisschen bei gutem Wetter draußen zu sein. Nee, da ist leider nichts mit eingerastet. Man hätte sie auch 3 Meter über die Palme oder über dem Boden platzieren können. Okay. Ja, ich habe das noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, wie kompliziert es ist. Dankeschön. Ja, gute Besserung. Ich würde sagen, ich bin wieder fit. Es ist wieder gut. Nur noch ein bisschen das Kratzige im Hals. Hätte schlimmer sein können. Und solange das die einzige Erkältung dieses Jahr war, bin ich auch, ist auch okay. Dann habe ich es abgearbeitet für dieses Jahr. So. Wollen wir hier auch nochmal einen Zwischenstopp machen? Oder hier wird es halt wieder übelst laggen, ne? Oh nein, jetzt kommt der Sturm auf. Ja, müssen wir vielleicht sogar einen Zwischenstopp hier machen. Ja, seht ihr, wie es jetzt laggt? Das ist die Super-Loot-Insel. Das ist die Super-Loot-Insel. Was habt ihr denn für eine Idee? Was wollen wir denn machen heute? Habt ihr eine Idee, was wir bauen können? Auf welcher Insel vor allem und so weiter und so fort? Nein, der Hubschrauber ist... Der Hubschrauber! Ich glaube, ich werde bekloppt. Kriegen wir den hier wieder drauf? Oh nein, das hatten wir doch schon mal das Problem, ne? Hubi, komm mit. Komm mit, Hubi. Nein, daneben geworfen. Wir müssen versuchen, ihn wieder aufs Floß zu werfen und das möglichst ohne, dass das Floß umkippt und auch ohne... Ja, wir haben es getroffen, das Floß. Und auch ohne, dass ein Hai kommt und uns umwirft. Boah, er hat nochmal Glück gehabt mit dem Hubschrauber. Ich frage mich gerade, ob es jetzt Sinn machen würde, mit dem Hubschrauber an Land zu fliegen, weil er hier wahrscheinlich gleich wieder runterfällt. Wobei, eigentlich kann er hier nicht runter, ne? Hier ist er so zentral gelegen. Mein lieber Mann. Mein lieber Mann. Gut, dass wir das rechtzeitig gemerkt haben. Das sehe ich aber auch so. Guck mal, wenn wir darüber gefahren wären, hätten es gar nicht mitbekommen. Hätten wir gedacht, hey, wo ist denn der Hubschrauber? Und wahrscheinlich hätte ich sogar gedacht, die hätten auf der anderen Insel vergessen. Wäre zurück. Den hätten wir nie wieder gefunden. Aber ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen um unser Floß hier, dass das hier gleich alles umkippt. Aber wir versuchen es jetzt einfach mal. Ich mache mal lose. Wow, keine gute Idee, keine gute... Nein, nein! Okay, sofort wieder festmachen, Anker werfen. Das ist aber nicht so gut. Also Freunde, erster Tipp von mir. Wenn Sturm ist, befindet euch einfach nicht im Wasser. Und deswegen machen wir jetzt mal einen Abflug. Wir machen jetzt mal einen Abflug im wahrsten Sinne des Wortes. Hasta la vista. Wir dürfen nur nicht speichern, weil dann ist unser Floß weg. Wir fliegen jetzt mal an Land, wo es safe ist. Boah, ist schon krass, ne? Aber zum Glück ist die Insel ja nicht weit. Dann landen wir jetzt hier unten. Wir haben auch nicht mehr so viel Benzin. Müssen wir auch bedenken. So, das müsste hier ganz gut sein soweit. Ja, die Wellen kommen, glaube ich, nicht bis hier oben, ne? Nee.
So, was machen wir jetzt mit unserer Annie? Da hinten ist sie. Guck mal da, wie sie hier in dem Wellengang schaukelt. Eieiei. Weitere Inseln hast du nicht eingefügt. Nur nicht unter das Floß und hochschieben. Ne, weitere Inseln haben wir noch nicht eingefügt. Das mache ich dann auch wieder offstream. Also es gibt noch einige Inseln, die noch fehlen. Das kommt auch noch. Vielleicht können wir ja auch eine Insel abluten, die wir dann quasi vorbereiten für eine neue Zuschauerinsel. Aber fürs Erste werden wir das jetzt hier heute nicht machen. Ich überlege, ob ich da einfach hinschwimme und das Boot so zurückhole. Ich meine, was kann schon schief gehen? Wir hatten notfalls ja auch gespeichert. Geht's uns gesundheitlich einigermaßen? Ja, komm, let's go. Ein bisschen Action, ne? Vielleicht sehen wir einen Hai. Vielleicht sehen wir einen Hai. Wir werden's sehen. So, ich bin heute einfach zu lahm beim Schreiben. Hubi muss in die Mitte oder so. Ne, wir haben auch einen Delay. Leider gibt's bei YouTube einen Delay. Ich habe zwar eingestellt, dass es möglichst keine Verzögerung geben soll, aber ich sehe, dass wir ungefähr 20 Sekunden Verzögerung haben. Also das, was ihr seht, ist, ihr guckt quasi Vergangenheitsbolle zu. Den Bolle von vor 20 Sekunden. Tja, aber kriegen wir hin, ne? Kriegen wir hin. So wie wir auch diese Situation hier mit diesem Floß gelöst. Boah, mein lieber Mann. Na, was meint er? Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Ich löse jetzt mal den Anker. Und dann fahren wir vorwärts. Wir dürfen jetzt nur nicht runterfallen, weil dann ist das Floß weg. So, und dann einmal eine schöne Linkskurve. Ah, wir kriegen das hin. So. Bleib auf meiner Insel. Ja, genau, das ist deine Insel, Dennis. Hier könnten wir nochmal was bauen. Ist halt die Frage, was, ne? Also ihr könnt, wie gesagt, gerne in den Chat schreiben, was ihr für Ideen habt. Wir können das Floß größer bauen, wir können ein Haus bauen, wir können zurück zu einer anderen Insel. Wir werden auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen erkunden. Ich möchte auf jeden Fall zur Hauptinsel fahren. So. Zack. Reicht das? Sind wir jetzt nah genug dran, dass wir speichern können? Ich hoffe doch, ne? Hä? Was ist jetzt los? Oh. Ich kann es in der Position nicht... Doch, so geht's. Perfekt. Haben wir eine schöne Brücke hier vorne, wo wir an Land gehen können. Ist doch perfekt eingeparkt, würde ich sagen. Mein lieber Mann. Das ist ja auch echt... spannend. Ich hoffe, es kippt nicht um. Ich hoffe, es kippt nicht um. Wir sollten vielleicht erstmal speichern. Halte E zum Speichern. So, Spiel wurde gespeichert. Perfekt. Können wir hier nochmal ein bisschen rumlaufen. Ah, hier gibt es auch Wasser. Perfekt, können wir unsere Vorräte aufhüllen. Ich frage, was wir machen wollen heute. Bauen wäre cool. Ja, was denn bauen? Häusle bauen? Schaffe Häusle baue? Hier gibt es Wasser. Guck mal, hier haben wir alles, was wir brauchen. Hier können wir uns richtig schön voll suffen. Perfekt. Fleisch brauchen wir noch. Haben wir hier, glaube ich, nicht mehr, ne? Lagerfeuer. Das ist die super ultra Juckerallee. Und da oben sind die... Da oben ist der super Loot, ne? Aber die Benzinkanister waren da alle voll. Sonst hätte ich jetzt gesagt, wir sneaken uns mal ein bisschen Benzin für unseren Heli. Wir können mal hochfliegen. Aber wir haben halt nicht mehr viel Sprit, ne? Wenn ich hier mal reingucke. Das reicht nicht mehr so lang. Ja, um da einmal hochzufliegen, reicht's. Aber das war's dann auch wahrscheinlich. Wir gehen mal hier runter. So, hier liegt ein bisschen Loot, würde ich sagen. Ich würde sagen, ein bisschen Loot haben wir hier. Hier sind Benzinkanister. Aber die sind leer. Ich glaube, die sind alle leer, ne? Ja, ich glaube, volle Benzinkanister kann man nicht finden. Wir müssten erstmal wieder Kartoffeln anpflanzen. Aber wir können ja mal einen nochmal mitnehmen. Weil... Gucken wir mal, ob wir hier den hier rein können. Ja, hier ist noch Platz. Wir nehmen nochmal einen Kanister mit. Weil ich weiß nicht, wie viel wir jetzt zu Hause haben. Dann können wir nach Hause fliegen. Unsere Insel müssten wir von hier auch sehen. Ist das die da? Ja, das ist unsere Heimatinsel. Ja, da fahren wir hin. Da gucken wir mal, da rüsten wir uns aus. Können wir ein paar Kartoffeln noch anpflanzen und so weiter und so fort. Und dann überlegen wir uns, was wir bauen wollen. Ach, hier sind ja auch Tiere gewesen, ich erinnere mich. Ich glaube, ein paar sind auch ausgebüxt, ne? Ein paar haben uns, glaube ich, auch gejagt hier auf der Insel. Irgendwie sowas.
Ein Turm hoch auf den Berg bauen. Das wäre eine gute Idee, dass wir hier hochkommen, ne? Wollen wir das noch machen, bevor wir loszischen? Ich meine, genug. Also, ich weiß nicht. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr glaubt, dass wir genug Baumaterialien hier haben, dass wir hier genug Holz finden, zum Beispiel Holzbretter ein paar, um hier einen Turm zu bauen. Das dürfte nicht so lange dauern, oder? Bauen wir einen Turm hier hoch. Das ist doch eine gute Idee. Mein Vorschlag, auf jede Insel ein kleines Haus mit Wasserversorgung und Räucherofen und ein Feld zum Anbauen. Hatte ich bei mir auch angefangen. Ein Feld, um Benzin anzubauen, also Benzin, also Kartoffeln für Sprit oder was? Ein großes Haus wäre doch cool zu bauen, ja, stimmt. Gibt es auch eine andere Alternative, Wasser zu bekommen, zum Beispiel Wasser abkochen? Moin, Eddie. Man kann leider Wasser nicht abkochen hier. Die einzige Möglichkeit ist, dass du Kokosnüsse trinkst oder Früchte bringen, glaube ich, auch Wasser. Ne? Es gibt Früchte in dem Spiel, die du ernten kannst. Die wachsen eigentlich auch nicht nach, leider Gottes. Ansonsten musst du Wasser mit der Distille machen. Ganz früher in den ersten Versionen konnte man, glaube ich, Wasser auch abkochen. Oder es gab das System der Distille war ein anderes. Aber mittlerweile kannst du nur mit der Distille was bekommen. Du kannst aber auch eine Kokosnussflasche herstellen hier aus einer Kokosnuss und das kannst du dann auch erst einmal trinken. Turm ist auch gut. Gab es früher mal mit dem Abkochen, genau, meine ich nämlich auch. Ja. Wenn ich hier runterspringe, bin ich dann tot. An welcher Stelle wollen wir denn den Turm hier hochbauen? Was meint er denn? Wo wäre ein guter Turmbauort? Wow. Nein, nicht. Oh, ich dachte, der wäre runtergefallen. Dann hätten wir einen... Sag mir jetzt nicht, dass wir einen Beinbruch haben. Sag mir jetzt nicht, dass wir jetzt einen Bruch haben. Doch, wir sind gesund. Perfekt. Wir müssen irgendwie den Helikopter hier startklar bekommen. Ich schlepp den mal mit hier rüber, weil sonst haben wir echt ein Problem. Hier? Nein. Komm mal mit. Gyrokopter, wir stellen mal hier drauf. Darf nicht runterfallen. Ah. Oh. Nein, 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 nein. Bleib hier. Pass auf, wir nehmen ihn hier oben mal mit. So, probieren wir es jetzt nochmal zu starten. Ja, es ging. Super. Dann landen wir doch gleich mal hier unten im Getümmel. Schön hier in der Kreuzung. Zack. So, und hier haben wir das ganze Holz. Müssen ein bisschen aufpassen. Ich glaube, hier könnte auch ruckizucki mal so ein Schweinchen gleich kommen. Die Frage ist jetzt, wo bauen wir das? Wir könnten das hier so hochbauen und quasi hier zur Brücke münden lassen. Oder direkt bis nach ganz oben. Oder gibt es vielleicht auch irgendwie eine Stelle, die sich besser eignet? Das würde mich mal interessieren. Damals gab es noch Eimer. Stimmt, Eimer gab es noch. Ja, weil das Problem ist, ich und mein Freund, wenn wir Spiele spielen, verdursten wir immer. Da müsst ihr auf jeden Fall mehr trinken, würde ich sagen. Also am besten ist, ihr baut euch eine Wasserdistille auf jeder Insel, auf der ihr seid. Und wenn ihr zu zweit seid, braucht ihr wahrscheinlich auch zwei. Und dann craftet ihr euch aus Lehm ein großes Behältnis. Ne? Ihr könnt die Wasserflasche craften, zeige ich euch mal. Wird doch schon wieder dunkel hier. Ich weiß nicht, haben wir eine dabei? Ich glaube, wir haben nur... Doch, wir haben die Feldflasche, ne? Hier, den Wasserbeutel. Der kann 3 Portionen Wasser tragen. Ne? 3 Portionen. Es gibt aber noch diesen Tonkrug. Den haben wir eben auch da oben gesehen. Der lag da rum. Den könnt ihr machen, indem ihr... Warte, wie komme ich denn ins Crafting-Menü hier? Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das hier in diesem Brennofen. Den müsst ihr bauen. Dafür braucht ihr aber auch erstmal eine gewisse Handwerksstufe. Und dann könnt ihr dort... Mal kurz gucken, wo das Ding war. Wo sieht man das? Verbrauchsgegenstände, hier. Da, Wasserbeutel. Eine Wasserflasche hier so aus Ton. Die kann, glaube ich, 5 Portionen Nahrung, Wasser transportieren. Und damit könnt ihr dann auch für weitere Fahrten und so
immer ganz gut euch ausstatten. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, guck mal, was ich jetzt hier auch gemacht habe bei der Insel. Hier habe ich quasi zwei Wasserdistillen. Und dann macht ihr euch einfach so einen schönen Haufen an Blättern, den ihr immer wieder auffüllt, wenn die Yucca-Palmen nachwachsen und so. Dass ihr halt nicht so wie hier, dass es dann weg ist, dass ihr immer was nachfüllen könnt. So, nimmt man was aus dem Haufen raus und setzt das dann da unten rein. So, kann man den Rest wieder in den Haufen, wobei wir können hier auch noch was reinmachen. Ne, ist voll wunderbar. Dann packen wir die Blätter zurück auf den Blätterstapel. Ja, wir sind eigentlich, glaube ich, na, können noch einen Schluck trinken. So, perfekt. Aber Wasser wird jetzt ein bisschen knapp. Na gut, wollen wir nochmal schlafen und dann gucken, wo wir hochbauen? Hier ist ja auch Licht, hier könnte man auch hochbauen. Wenn wir an der Seite bauen, das fände ich gar nicht mal so schlecht, wenn wir hier so eine Treppe hochbauen, sodass wir dann hier so ein bisschen auch da langlaufen, so zack, zack. Was haltet ihr davon? Man muss Salzwasser destillieren. Man musste, genau, Zwei-Eimer-Prinzip. Genau, du hast Salzwasser unten hingehangen oder so und dann, glaube ich, ein Feuer gemacht und dann konnte man das Destillat oder wie das dann heißt, aufsammeln. Ja, es ist schon sehr vielseitig, das stimmt. Das ist ja eine richtige Lagerinsel. Ja, also ich muss zu dieser Insel sagen, für alle, die vielleicht jetzt neu dazugekommen sind, das ist eine Zuschauerinsel, die hat der Dennis uns geschickt. Und hier ist natürlich sehr viel Loot. Also das ist schon eine, man könnte sagen, die kleine Cheetah-Insel. Wir haben ja schon sehr, sehr viel gespielt. Wir haben ja schon viele Folgen hier auf den ganzen Inseln verbracht. Und das ist jetzt eine Insel, wo wir jede Menge Loot finden, um einfach mal uns auszutoben und zu bauen. Wir bauen jetzt hier die Treppe hoch. Guck mal, so stelle ich mir das vor. Wir bauen irgendwie hier so, dass wir dann hier so ein bisschen hochgehen und dann da oben münden. Und dann fahren wir zurück zu unserer Hauptinsel. Dann zeige ich mal das, was wir alles gebaut haben. Was haltet ihr davon? Wo bekommt man Lehm? Im Wasser. Im Wasser. Ich kann dir zeigen, wie ein Lehmvorkommen aussieht. Aber es wird hier wahrscheinlich nicht im Wasser, sondern an Land sein. Aber meistens ist es im Wasser. Sieht so aus wie das hier, nur in Braun. Das ist ein Steinvorkommen. Und die gibt es auch im Wasser. Können wir hier rumlaufen. Ich glaube, hier war noch was. Ansonsten, wenn wir gleich fertig sind mit dem Bauprojekt, fahren wir zu unserer Hauptinsel. Da habe ich auch Lehm im Wasser. Hallöchen, Gunni. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Zum ersten Stranded Deep Spiel Stream dieses Jahr. Also so ein bisschen im seichten Gewässer, aber ich glaube, hier finden wir nichts, weil die Insel ist halt wirklich bis zum Rand gebaut und ziemlich groß. Aber irgendwo waren hier auch Lehmvorkommen, deswegen laufe ich hier nochmal rum. Hier hinten vielleicht? Nee, wir sind auf jeden Fall doch da. Oh, guck mal, wie viele Fässer hier sind. Da vorne. So sieht Lehm aus. Kann aber auch unter Wasser sein, dass ihr ein bisschen tauchen müsst, ne? So sieht der Lehm aus. Und dann brauchst du eine Spitzhacke. Also habe ich jetzt nicht dabei. Das, mit der Spitzhacke kannst du das dann ernten. Merkt ihr, pro ein so ein Lehmvorkommen, sage ich mal, kommen 6 Lehm raus. Weil das ist dann in dem, hier kann man es gut sehen. Aber wenn das zwischen den Korallen ist, kann man es dann nicht mehr so gut sehen. Und dann hilft das, dass man einfach weiß, okay, 6 Stück müssen da sein. Dann weiß man, wie lange man noch suchen muss. Leider gibt es das nicht mehr. Aktuell bei 2 Spielen würde ich 2 Destillen so schnell wie möglich bauen. Genau, 2 Destillen pro, also 2 Destillen, eine Destille pro Spieler ist Minimum. Wenn du 2 pro Spieler hast, geht es dir ganz gut. So, und jetzt wollen wir mal kurz den Bewohnern hier Hallöchen sagen. Die springen uns bestimmt gleich an. Na? Was macht ihr denn hier? Seid ihr im Winterschlafmodus? Die haben uns irgendwie noch nicht so registriert. Dann lassen wir es mal sein und gehen mal weg. Oh, diese Yucca-Allee hier, die gefällt mir auch sehr, muss ich sagen. Allee, 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 Allee. Aber wie kommt das Wasser? Pass auf, das System bei dem Wasser ist, dass es verdunstet. Also du hast quasi Blätter und Blätter enthalten ja Feuchtigkeit, ne? So. Und die Blätter kommen da unten hin und dann verdunsten die und das Wasser wird dann hier oben quasi aufgefangen an diesem Tuch von unten, kondensiert, läuft dann unten zur Mitte, beschwert durch einen Stein und tropft dann da rein. Und dann kannst du daran entweder direkt trinken oder dein Gefäß befüllen. Ja, wenn das Spiel, das meine ich damit, dass es schade ist, dass es nicht noch ein bisschen weiter ausgebaut wird, das Spiel, weil es würde sich jetzt hervorragend eignen, zum Beispiel, dass dann das Produkt hier unten, das verschwindet ja einfach nur, aber es könnte ja auch ein Produkt geben, zum Beispiel getrocknete Blätter und die wiederum könnten ja Voraussetzung sein, um ein Lagerfeuer anzuzünden, so ähnlich wie bei Green Hell. Aber gut, es ist wie es ist, wir können es nicht ändern. Oh, die Fahne ist hier noch da, das ist das Segel, müssen wir mal ändern. Ist klar, bis gleich, Nicole. Sehr gerne, Eddie. Dafür sind wir auch da, um Fragen zu beantworten. Also wenn ihr welche habt, immer raus damit. Bin mal gespannt auf die Hauptinsel.
Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Machst du auch mal wieder The Forest? Rico, hallöchen, herzlich willkommen im Stream. Ja, Forest gibt's auf jeden Fall wieder. Also The Forest weiß ich nicht, aber Sons of the Forest auf jeden Fall. Soll am 23. Februar, meine ich, rauskommen und dann wird richtig gesuchtet. Also das ist klar. Sons of the Forest wird es geben als Stream, als Let's Play. Volle Kanüle. Ich freue mich richtig drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vorher nochmal The Forest spielen, aber nicht als Let's Play auf YouTube. Wahrscheinlich nicht, sondern eher als Stream auf Twitch. Also an der Stelle, wenn ihr Bock habt, ne, guckt gerne mal in die Videobeschreibung unten. Da steht, wie ihr zu meinem Twitch-Kanal kommt, wie ich da heiße. Boah, ist das hell hier. Mein lieber Mann. Und dann können wir auf jeden Fall uns dort auch mal sehen. Weil eigentlich streame ich ja auf Twitch, YouTube nur einzelne ausgewählte Projekte. Wie zum Beispiel Stranded Deep. Deswegen sind wir heute hier.